Hi, hier ist dein Pastor Daniel, heute mit dem Thema Satans letzte große Verführung. Bleib dabei und entdecke, wie du ganz am Ende der Zeit Gott treu sein kannst. Evelyn Glane ist ein Phänomen. Evelyn ist von Beruf her Schlagzeugvirtuosin. Sie hat einen Abschluss an der berühmten Londoner Royal Academy of Music in der Tasche, doch die Ärzte hielten ihre musikalische Karriere für unmöglich. Evelyn Glaney, sie kann schlagen, schütteln, rasseln mit über 600 Musikinstrumente. Ob das Trommeln sind, Marimbas, Xylophone, Zimbeln, Pauken und Tamburine. Diese junge Frau mit einem schottischen Akzent hat eine unglaubliche Begabung. Wenn sie auftritt vor einem Konzert, jubeln und klatschen die Menschen und sind überaus begeistert. Doch der Applaus der begeisternden Konzertbesucher tritt bei Evelyn Glaney auf taube Ohren, denn Evelyn ist gehörlos. Sie kann 600 Instrumente spielen, ohne dass sie überhaupt hören kann. Wie ist das möglich? Irgendwann hat die Frau im Alter von 8 Jahren ihr Gehör verloren. Mit 12 hat sie sich an ihren gehörlosen Zustand, hat der sich verfestigt, und dann hat der Arzt ihr gesagt, da ist nichts mehr zu machen. Evelyn wollte sich davon aber nicht überzeugen lassen und sie überlegte, wie kann ich weiter Musik machen? Bei einem Test, wo sie draußen vor dem Musikzimmer stand, hat sie auf einmal gemerkt, ich kann die Töne wahrnehmen. Sie registrierte, wie die Töne in ihren Fingern oder Handgelenken kitzelten oder vibrierten. Nach und nach lernte sie, ganze Musikstücke sich anzuhören, indem sie einen Kassettenrekorder zwischen ihren Knien hielt. Evelyn kann kein Wort hören, aber sie spürt die Schwingungen. Vielleicht kann Evelyn Glaney ein Bild und Gleichnis sein für unsere heutige Zeit. Unzählige Menschen auf der Welt hören das Wort nicht, aber tief im Inneren spüren sie, dass da irgendetwas schiefläuft. Sie merken die Schwingungen der Welt. Da ist irgendetwas in gewaltiger Schieflage. Etwas Großes steht bevor. Das Ende kommt bald. Bald schon kommt Jesus Christus in den Wolken des Himmels wieder. Aber bevor Jesus kommen wird, wird Satan zu einer letzten großen weltweiten Verführung ausholen. Und er wird, wenn möglich, alle, selbst die Auserwählten, verführen wollen. Was kommt da auf uns zu? Wie können wir uns vor dieser letzten großen Verführung, wie können wir mit der Kraft Gottes ihm treu sein? Wie können wir uns davor schützen? Die Bibel enthüllt den satanischen Plan. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, sehen wir diesen großen, gewaltigen Kampf, diesen Konflikt zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan. Hier wird beschrieben, wie Satan vorgeht. Dieser Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen ewigem Leben und ewigem Tod, dieser Kampf wird auch um dich ausgetragen. In der Offenbarung finden wir zwei Systeme. Da sind zwei Frauen abgebildet. Auf der einen Seite ist es die reine, heilige Frau. Auf der anderen Seite ist da die Hure Babylons. Die reine, heilige Frau ist Gott treu, folgt ihm nach. Aber die Hure Babylons hat viele andere Liebhaber, ist abgefallen von Gott. Die reine, heilige Frau, das ist die Gemeinde Gottes, die wird in das Reich Gottes kommen, weil sie mit Gott lebt. Die Hure Babylons wird verstoßen werden. Ein abgefallenes religiöses System. Wo stehst du heute? Wo möchtest du sein? Wie kannst du dich vor der letzten satanischen Verführung, wie kann Gott dir da die Kraft geben? Kann Gott dich davor bewahren? Offenbarung Kapitel 12 zeigt die Gemeinde Gottes hier mit dem Bild einer reinen, keuschen Jungfrau. Die Frau ist die Braut Jesu. Und wo haben wir diesen Text? In Epheser Kapitel 5, Vers 25. Und dort steht, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. In 2. Korinther 11, Vers 2 haben wir auch diesen Hinweis. Also die reine heilige Frau ist die Gemeinde Gottes. Und dann haben wir in Offenbarung Kapitel 17 die andere Frau. Es ist die Hure Babylons. Diese Frau steht nicht für die Treue, sondern für die abgefallene Kirche. Sie hat andere Liebhaber. Sie hält sich nicht mehr an die Gebote Gottes. Sie hat Ehebruch begangen. Und wir möchten das einmal gemeinsam studieren, lesen, denn in Offenbarung Kapitel 12, Vers 1 lesen wir, ein großes Zeichen erschien im Himmel.
Und hier kommt die Frau, die reine heilige Frau vor, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Diese Frau ist bekleidet mit der Sonne, das ist die Gerechtigkeit Jesu, und der Mond unter ihren Füßen. Das heißt, wir haben hier die Zeit des Alten Testamentes, das ist abgeschlossen. So wie der Mond die Herrlichkeit der buchstäblichen Sonne reflektiert, so reflektiert das Alte Testament die Herrlichkeit auf Jesus Christus. Das Alte Testament ist ein Hinweis auf den kommenden Messias. Und jetzt ist Jesus Christus gekommen hier. In Offenbarung Kapitel 12 haben wir dann noch hier die Zahl 12 Sterne. Das sind die 12 Apostel. Das ist die reine heilige Frau. Und sie war, jetzt kommt Jesus hier in Offenbarung 12, Vers 2, sie war schwanger und schrien Wehen und Schmerzen der Geburt. Wer kommt auf die Welt? Das ist das Neue Testament, es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Jesus ist der Bräutigam, der Ehemann. Und wofür steht die Gemeinde? Es ist die Braut Jesu. Eine reine heilige Frau steht für das treue Volk Gottes. Wie geht es weiter? Und jetzt haben wir die andere Frau, jetzt haben wir die Hure, die abgefallene Kirche. Offenbarung 17, Vers 1, dort lesen wir, einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht zeigen über die große Hure, die an den vielen Wassern sitzt. Das ist die untreue Frau, die ist Jesus, ihrem Ehemann, nicht treu, die ist abgefallen. Warum? Weil sie hat mit den Königen der Erde Unzucht getrieben und von deren Wein der Unzucht haben sie genommen, welche die Erde bewohnen, die sind trunken geworden. Was ist hier passiert? Also die Hure Babylon hat die anderen Könige der Erde mit ihnen Unzucht getrieben, also das ist Abfall, religiöser Abfall, und sie hat diese Menschen, diese Gesellschaft verführt durch Wein. Wein, Alkohol, ja, beeinflusst ja den Frontallappen. Wenn ich das zu mir nehme, und ich tue es nicht, weil ich der Bibel treu bin, wenn ich das zu mir nehmen würde, dann fällt es mir schwer, Entscheidungen zwischen Gut und Böse zu treffen. Wein ist Verführung. Wein führt in die Unzucht, in den Abfall. Hier mal das Buch der Offenbarung, die abgefallene Kirche. Es ist die Hure Babylon. Und sie hat mit dem Weinbecher ihrer Unzucht viele Menschen verführt. Sie hat durch die Irrlehren Millionen von Menschen von Jesus Christus weggetrieben, sodass diese Menschen verloren gehen. Hier mal das Buch der Offenbarung, diese 2 religiösen Systeme. Das ist die reine heilige Frau und hier ist die große Hure Babylon, die den Wein, die falschen Irrlehren weitergibt an die Menschheit. Die Hure sitzt hier auf einem scharlachroten Tier. In anderen Worten, sie kontrolliert die staatliche Macht. Denn Tiere stehen in der Bibel, sie da in Kapitel 7, für eine religiöse oder für eine politische Macht. Also haben wir hier Staat und Kirche zusammen. Die Hure ist auch gekleidet in Purpur und Scharlach. Und die Hure sitzt an vielen Wassern. Was bedeutet das? Die Bibel legt sich selber aus, Offenbarung 17, Vers 15, und dort steht, er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen, Nationen und Sprachen. Also, die Hure hier sitzt an den Wassern. Dieses abgefallene religiöse System hat sich mit den Königen der Erde verbündet. Es hat Millionen Menschen verführt. Die Bibel bezeichnet sie als Völker, Nationen, Sprachen, die dem falschen religiösen System anhängen. Die Hure betreibt Unzucht. Was ist Unzucht? Eine verbotene, man könnte auch sagen, eine verbotene sexuelle Beziehung, eine Verbindung. Worin besteht hier die verbotene Beziehung der Hure aus Offenbarung 17? Sie begeht Hurerei mit den Königen der Erde. Sie verbindet sich mit den staatlichen Mächten dieser Erde. Die gefallene Kirche wird sich mit dem Staat verknüpfen. Das wird ein gewaltiges Bündnis sein, ein religiöses und ein politisches System. Die Bibel sagt, dass die wahre Kirche sich jedoch mit wem verbindet? Nicht mit den Königen der Erde, sondern mit Jesus Christus, mit ihrem echten Ehemann. Die abgefallene Kirche macht dann mit dem Staat gemeinsame Sache. Und so geht es weiter, Offenbarung 17, Vers 3. Hier wird die Hure so beschrieben mit den Worten. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Das Tier ist die politische Macht, die Hure ist die religiöse Macht. Und wie ist die Frau gekleidet? In Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Scharlach ist ja so eine leuchtend rote Farbe. Scharlach ist die Farbe der Sünde. Siehe Jesaja Kapitel 1, Vers 18. Somit ist die Frau mit Sünde befleckt, bekleidet. Neben Purpur und Scharlach trägt sie noch was?
Gold, Edelsteine und Perlen. Sie ist in anderen Worten überaus reich. Hier ist ein großes religiöses, politisches System, das voller Sünde ist und überaus reich ist. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln, der Unreinheit und ihrer Unzucht. Hier haben wir also eine Kirche, die voller Irrlehren getränkt ist und das weitergibt. Dazu lesen wir noch in Offenbarung 17, Vers 9, dass diese Hure auf sieben Bergen sitzt. Ein Hinweis auf die Stadt der sieben Hügel. Spannend, oder? Fassen wir zusammen. Die Hure aus Offenbarung 17 symbolisiert eine religiöse, abgefallenes System, das sich mit der staatlichen Macht verbündet. Die Hure trägt Purpur und Scharlach, steht für Sünde, ist überaus reich und sitzt auf sieben Bergen. Die Hure hat Millionen von Menschen verführt. Da gab es einen Vortrag mit einem Prediger und der referierte genau über dieses Thema. Der Prediger sprach über den Wein Babylons und er sagte, Wein ist nicht gut für uns Menschen. Die Bibel warnt uns vor dem Alkohol. In diesen der Zuhörerschaft gab es tatsächlich an diesem Abend einen betrunkenen Zuhörer. Er saß in der letzten Stuhlreihe und der Betrunkene hörte die negativen Worte über den Alkohol, stand auf und schüttelte seine Hand und sagte, das reicht jetzt, lieber Pastor, stopp, aufhören, bitte, bitte reden Sie nicht mehr über mich. Weiter, nicht mehr, stopp. Und der Pastor musste schmunzeln. Der Becher voller Wein steht für die Irrlehren. So wie der alkoholisierte Verstand nicht mehr klare Entscheidungen treffen kann, so macht auch der Wein der Irrlehren die Menschen betrunken und verwirrt sie, gibt ihnen Unsicherheit. Und sie wissen nicht mehr ein noch aus. Die Menschen können nicht mehr gut und böse unterscheiden. Heute wollen wir herausfinden, was die letzte große Verführung Satans ist. Wie können wir uns davor schützen? Wie können wir Gott treu sein? Es geht heute um die große Hure Babylon, um das System Babylon. Wir wollen heute mal schauen, wo kommt das System Babylon noch im Alten Testament vor, um Rückschlüsse zu ziehen auf das Neue Testament. Bist du bereit? Los geht's. Offenbarung 17, Vers 5 haben wir nochmal eine Überschrift, eine weitere Eigenschaft über die große Hure Babylons in der heutigen Zeit, Offenbarung 17, Vers 5, und dort steht, auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der Huren und die Gräuel der Erde. Also Babylon ist die große Mutterkirche und dann gibt es aber noch andere Huren, ja, das sind also die Tochterhuren, das sind die Tochterkirchen, die auch abgefallen sind. Sie haben auch wie die Mutterkirche ein falsches religiöses System akzeptiert und sind voller Irrlehren und verführen die Menschen. Was sagt uns die Bibel über Babylon? Wer oder was ist die große Hure Babylon? 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 kündigt uns hier einen Glaubensabfall an. Der Geist sagt aber ausdrücklich, dass welchen Zeiten? In den späteren Zeiten, das ist Ende, Endzeit, etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. In den letzten Tagen werden die Lehren Babylons die Welt überschwemmen. Menschen werden abfallen. Aber Gott möchte das nicht und deswegen warnt er uns. Er sagt, sei mir treu. Gehen wir zurück zur Bibel und schauen wir uns einmal Babylon an im Alten Testament. Wofür stand dort Babylon? 1. Mose Kapitel 11, Vers 9 haben wir den Turmbau zu Babel. Daher gab man ihm den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über den ganzen Erdkreis zerstreute. Im Alten Testament wurden die Sprachen von Babylon verwirrt. Im Neuen Testament sind die religiösen Lehren der Hure Babylons auch verwirrt worden. Was ist denn Babylon? Schau mal, das Wort haben wir hier stehen. Ja? In dem Wort Babylon steht Baby drin, ja? Ganz spannend. Ja? Und wer oder was ist denn ein Baby? Warum heißt ein Baby ein Baby? Früher nannte man ja Babys eher Säuglinge. Heute haben wir dieses Wort Baby, das kommt aus dem amerikanischen, britischen Einfluss, das gerade in den Nachkriegsjahren in Deutschland kam das so hoch. Das Wort Baby leitet sich aus dem englischen Wort Babbler ab, was heißt so viel wie babbeln, schwätzen. Also etwas oder jemand, der noch nicht wirklich reden kann. Ein Baby hat ja noch keine entwickelte Sprache. Mein Kleiner ist jetzt 2 Jahre alt und natürlich, der ist jetzt dabei gerade reden zu lernen, aber als er noch jünger war, ja, ein halbes Jahr, was war so ein Kauderwelsch, ich habe nichts verstanden. Und das ist ja ein Zeichen, ein Symbol für das verwirrte Babylon.
Gott möchte heute aber uns zu einer biblischen Wahrheit aus der Verwirrung in die Sicherheit, in den Frieden wieder zurückrufen. Er ruft uns zurück zu der reinen biblischen Lehre. Wir haben Babylon auch im Buch Daniel, Kapitel 4, Vers 27, und da hat der König Nebukadnezar gesagt, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät. Also Babylon, da geht es auch darum, dass Menschen sich selber etwas erbauen, weil sie stolz und mächtig sein wollen. Das war auch bei dem Turmbau zu Babel so. Babylon stürzt sich auf menschliche Kraft und menschliche Leistung, nicht auf Gottes Leistung. Hochspannend. Da sehen wir gleich nochmal, wie sich das genau erfüllt, auch im Neuen Testament. Dass nicht mehr göttliche Tradition wichtig ist oder göttliches Wort, sondern dass menschliche Leistung auf einmal zählt. Gott hat aber in den letzten Tagen ein Volk auf der Erde, das ihm treu ist, das auf sein Wort baut, das seinen Wert definiert über den Tod Jesu Christi am Kreuz, das seinen Geboten treu ist, auch seinen Sabbattag hält und sagt, wir werden erlöst, alleine aufgrund von Gnade. Und weil wir Jesus lieben, wollen wir auch gerne mit seiner Kraft die Gebote Gottes halten. Hat denn Gott heute eine Gemeinde auf der Erde, ja oder nein? Matthäus 16, Vers 18, dort steht, auf diesen Felsen, wer ist das, Petrus? Nein, es ist Jesus. Wenn wir uns den griechischen Text genauer anschauen, sehen wir, auf diesem Felsen, das ist Jesus Christus, will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr, wie viel anhaben? Nichts anhaben. Es gibt eine Gemeinde Gottes auf Erden, eine Gemeinde, die Gott selber erbaut hat. Und die Eigenschaften dieser Gemeinde finden wir in Offenbarung 12, Vers 17. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Ich möchte nicht irgendeiner Gemeinde angehören, irgendeiner Tradition. Ich möchte gerne der Gemeinde Gottes angehören. Wie ist das mit dir heute? Denn selbst alle Dämonen der Hölle und Satan selber kann dieser Gemeinde nichts anhaben, weil diese Gemeinde Gott nachfolgt und Gott treu ist. Das hier ist die reine heilige Frau, die Gemeinde Gottes. Auf der anderen Seite haben wir ein menschliches, ein religiöses, ein abgefallenes System. Das ist die große Hure Babylon. Wo möchtest du sein? Auf welcher Seite? Wer oder was ist denn die große Hure Babylon? Wie wird Satan am Ende die meisten Menschen verführen? Hier gehen wir in die Geschichte und schauen uns mal an, wofür denn Babylon stehen könnte. Im Konzil von Trient, das war im 16. Jahrhundert, gab es damals einen Konflikt über die Frage, was ist die Grundlage unseres Glaubens? Dazu schrieb Adrian Napon im Buch Catholic Doctrines as Defined by the Concile of Trent. Und dort schreibt er, die Tradition und nicht was, die nicht die Schrift, ist der Fels, auf dem die Kirche Jesu Christi gebaut ist. Wow! Also was sagt hier damals die Kirche, die große Kirche, die katholische Kirche? Unsere Grundlage ist was? Nicht die Schrift, sondern die Tradition. Wobei doch Jesus sagt in seinem Wort, heilige sind der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Siehe Johannes Kapitel 17. Jesus ruft uns aus Babylon zurück zur biblischen Wahrheit. Er möchte nicht, dass wir auf Tradition bauen, sondern alleine auf die Bibel, auf seine Worte, auf seinen Liebesbrief. Und er, Jesus Christus, ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. In Kolosser 1, Vers 18 lesen wir davon, dass Jesus Christus das Haupt der Kirche ist und kein religiöser Führer. Die wahre Kirche Gottes auf Erden ist die einzige Organisation, die so groß ist, dass ihr Körper auf der Erde ist, aber ihr Haupt wo? Im Himmel ist. Jesus Christus. Es geht nicht um Menschen, meine lieben Freunde. Es geht allein und alleine um Jesus Christus. Ihm sei alle Ehre. Wobei Babylon, da geht es um Menschen, dass sie Macht haben, Einfluss. Und dass diese Menschen auf Tradition, auf ihr Lehren bauen und damit andere wiederum verführen. Wer oder was ist Babylon? Babylon war schon im Alten Testament ein Zentrum für Götzenanbetung und Bilderverehrung. Wir werden uns das jetzt einmal genauer anschauen. Also wenn schon das antike Babylon Götzen angebetet hat, wie viel mehr dann doch das moderne Babylon aus Offenbarung 17, oder? Warum verbietet uns Gott denn in der Bibel Götzen anzubeten? Weil sonst der Dienst Jesu als Hohepriester hinfällig wird. Wir können jetzt zu Jesus kommen, so wie wir sind, mit unseren Sünden. Und egal, was du heute durchmachst, Jesus Christus liebt dich. Er liebt dich auch in deiner Sünde. Er hasst die Sünde, aber er liebt dich so, wie du bist. Und er nimmt dich an. Er verändert dich und er vergibt dich. Er vergibt dir. Jesus ist immer nur ein Gebet von dir entfernt. Und das ist das Schöne. Egal, was wir getan haben, egal, wie weit wir von Gott entfernt sind, wenn wir zu Jesus Christus kommen, ist er wieder da. Er reinigt uns und schenkt uns einen Neustart. Und wir brauchen für die Vergebung,
für die Beziehung mit ihm keinen Götzen aus Marmor oder aus Stein, aus Holz, kein kunstvolles Gemälde, sondern alleine Jesus Christus. Denn die Bibel warnt uns in 2. Mose Kapitel 20, die Verse 4 und 5, du sollst dir kein was machen, kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel ist, noch von dem, was auf der Erde ist, noch von dem, was im Wasser oder unter der Erde ist. Bete alleine Gott an, mach dir kein Bildnis. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Übrigens, man kann ja auch ein Gottesbild in Gedanken sicherstellen, oder? Es muss jetzt nicht unbedingt eine Statue sein. Bete Gott so an, wie er in der Bibel beschrieben wird. Und mach dir kein Bild. Und du brauchst vor keiner Statue niederzufallen, sondern alleine nur vor Jesus Christus. Die Kirche gibt selber zu, hier in dem Buch Religious Tradition, die Kirche unternahm alles, um solche heidnischen Riten auszurotten, musste jedoch kapitulieren und die heidnischen Riten zulassen. Und jetzt kommt es, man hat Götzen eingeführt, wie? Es wurden nur die Namen der lokalen Gottheiten in die Namen der christlichen Heiligen geändert. Wow! Das heißt, damit die großen Kirchen damals die Heiden erreichen konnten, hat man sich überlegt, wir verbinden uns mit der Welt, wir machen gemeinsame Sache, wir holen die Gottheiten rein aus dem Heidentum und nennen sie einfach um, geben ihnen neue Namen und von nun an sollen sie einfach christliche Namen haben. Ein weiterer Beweis hier aus der Geschichte, der christliche Heiligenkalender ersetzte die römischen Fasti-Götter. Diese uralten Gottheiten, die dem Volk lieb waren, durften unter dem Namen christlicher Heiliger wiederbelebt werden. Interessant, also man hat die Götzen reingeholt aus dem Heidentum, ihnen neue Namen gegeben, damit sie unter dem christlichen Deckmantel weiter angebetet wurden. Nach und nach wurden die Gottheiten wie Astarte, Kybele, Artemis, Diana und Isis in die Marienverehrung zusammengeführt. Höchst spannend. Und es geht weiter. Ein weiteres Zitat hier aus The Age of Faith. Sie vertrauten die Menschen auf die Macht des Christentums, um der Ansteckung des Bösen zu widerstehen und die Instrumente der Dämonenverehrung für einen christlichen Gebrauch zu ändern. Lässt sich Gut und Böse vermischen? Gott und Satan? Nein, das geht nicht. Aber das hat die große Kirche gemacht. Von Anfang an waren die Kirchenführer dazu bereit, die bestehenden Riten des Volkes zu übernehmen. Also wir sehen hier, durch die Hintertür kam in die Kirche ihr Lehren hinein. Nicht nur die Götzen, sondern da kam auch die Unsterblichkeit der Seele hinein. Denn man hatte geglaubt und glaubt immer noch, dass diese Götter weiter existieren und dass sie Mittler sind zwischen uns und Gott. Aber all das ist in Widerspruch mit der Bibel. Was ist das hier für ein Bildnis? Kennst du das? Hast du schon mal gesehen? Das hier ist der heilige Petrus. Lebt Petrus oder ist er tot? Natürlich ist er tot. Ich meine, die Bibel sagt, der Zustand des Todes ist wie ein Schlaf, er ruht bis zur Auferstehung, bis Jesus Christus ihn rufen wird. Aber die Menschen glauben, er lebt. Und sie beten ihn an und sie meinen, er ist heilig und ist irgendwo im Himmel und sie müssen mit ihm Kontakt aufnehmen. Wenn Petrus irgendwo mal erscheinen sollte, mein lieber Freund, glaub es niemals, es ist ein Dämon. In Menschengestalt ist Petrus. Denn Petrus ist tot und er wartet bis auf das Kommen Jesu. Und was sehen wir hier über diese Götzenstatue des Petrus? Was ist da auf seinem Kopf? Das hier ist der Sonnengott, das ist das Bildnis vom Jupiter. Man hat also einfach das Bildnis vom Jupiter kopiert in die katholische Kirche und hat gesagt, okay, die Heiden beten den Jupiter an, wir wollen unseren Petrus anbeten, zack, machen gemeinsame Sache und jetzt haben wir das, was wir immer wollten, das Heidentum, wird dann einfacher konvertieren in die katholische Kirche. Ich war selber da, mein Freund, ich habe mir das angeschaut. Ich war im heidnischen Rom, wenn wir über das heidnische Rom reden oder über die katholische Kirche, wichtig ist, jetzt machen wir nur kurz mal hier einen Mini-Exkurs, in jeder Kirche hat Gott seine Menschen, auch in der römisch-katholischen Kirche. Denn Gott richtet jeden Menschen nach seiner Erkenntnis, die er empfangen hat. Gott liebt jeden Menschen. Und auch wenn du heute vielleicht in der katholischen Kirche unterwegs bist oder in anderen großen oder kleinen Kirchen, die nicht mit der Bibel, dich nicht an das Wort Gottes halten, mein Freund, Jesus liebt dich, aber ruft dich aus dieser Kirche, aus dem abgefallenen System heraus. Ich war da im Petersdom in Rom und das Foto habe ich selber gemacht, da waren gewaltige Menschenmassen. Die wollten was tun? Die wollten diesem heiligen Petrus einfach seine Füße berühren. Siehst du hier seine Füße? Schau mal, wie abgewetzt das ist. Ja? Also das, weil die Leute das immer wieder anfassen, also hat man das platt gedrückt und es ist ganz glatt hier, seine Füße. Die Menschen fassen das an, die küssen das. Warum? Weil sie glauben, dass Petrus der Mittler ist zwischen uns Menschen und Gott. Aber nur Jesus Christus sollen wir alleine anbeten. Er sagt zu uns in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Jesus ist unser Hohepriester, nur er kann uns Sünden vergeben. In Offenbarung 12 und 17 haben wir zwei unterschiedliche Systeme. Die reine heilige Frau, die Gemeinde Gottes. Offenbarung 17, die Hure Babylons, die abgefallene Kirche, die voller Irrlehren ist. Wofür steht Babylon? Babylon lehrt die Unsterblichkeit der Seele. Die Bibel lehrt, dass der Tod wie ein Schlaf ist. Die Bibel sagt auch, Jesus wird alle Menschen auferwecken, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Was wird das für ein Tag sein, oder? Dafür schlägt mein Herz, dafür leben wir, du und ich, bis er Jesus Christus uns holen wird. Babylon glaubt aber, dass die Seele unsterblich ist. Babylon sagt, der Mensch hat eine Seele. Die Bibel sagt, 1. Mose Kapitel 2, der Mensch ist eine Seele. Das sind große Unterschiede. Wofür steht Babylon noch? Hier in Hesekiel Kapitel 8, Verse 13 und 14 haben wir einen spannenden Hinweis. Dort steht, danach sprach er zu mir, du wirst noch mehr große Gräuel sehen. Also hier geht es um den Propheten Hesekiel. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Haus des Herrn. Was ist da los im Tempel von Israel? Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweihen. Wer oder was ist dieser Tammuz? Tammuz war ein Gott der Auferstehung. In anderen Worten, die jüdischen Frauen in Hesekiel Kapitel 8 glaubten der babylonischen Idee, dass dieser Gott Tammuz gestorben war und deswegen die heiße Sonne kam und die Ernte kaputt machte. Die Frauen hofften, der Tammuz würde wieder auferstehen, damit die Ernte wieder hergestellt wird. Und so hatten sie damals auch schon die Ansicht der unsterblichen Seele. Tammuz müsste wieder kommen und ihre Ernte retten. Doch die Bibel sagt ganz klar, der Mensch ist sterblich. Wenn er sündigt, muss er sterben. Wenn er tot ist, bleibt er tot bis zur Wiederkunft Jesu. Und Gott sagte damals, das hier ist ein Gräuel, dass ihr diesen Tammuz anbetet. Das ist eine heidnische Lehre, die aus Babylon kommt und ist heimlich später durch die Hintertür in die großen Kirchen eingeschlichen. Denn was sagt die Bibel? Prediger Kapitel 9, Vers 5, die Lebendigen wissen, dass sie was? Sterben müssen, aber die Toten wissen einiges. 99% wissen nichts, aber 1% gibt es noch ein bisschen. Nein, sie wissen wie viel? Gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Psalm 115, Vers 17, die Toten loben den Herrn nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Dass wir oder unsere Seele, unseren Körper verlässt, ist eine satanische Irrlehre. Denn wir schlafen und ruhen bis zur Wiederkunft Jesu. Von wem kommt denn diese Irrlehre? Nicht primär von Babylon, von der römisch-katholischen Kirche, sondern von Satan selber. 1. Mose Kapitel 3, Vers 4 hat doch die Schlange gesagt, der Teufel, keineswegs werdet ihr des Todes sterben. Das ist eine Lüge des Spiritismus, des Okkultismus. Und so hat es Satan auch so einfach, Menschen zu verführen, weil dann auf einmal erscheinen irgendwelche Heilige oder die Maria ploppt auf einmal auf oder tote Angehörige kommen. Und dann gibt es die Irrlehren durch die Dämonen, die Menschengestalt verkleidet sind. Mein Freund, du brauchst keine Angst zu haben vor okkulten Erscheinungen. Jesus Christus ist stärker. Wenn du jemals so etwas erleben solltest, komm zu Jesus. Rufe den Namen Jesu an, sing christliche Lieder, lese in der Bibel und die Dämonen müssen sofort weichen. Warum? Weil Jesus Christus stärker ist. Wofür steht Babylon? Autorität des Menschen über die Autorität der Bibel. Menschliche Werke über das Kreuz Jesu. Heilige und Bilder statt Jesus als Fürsprecher. Die Unsterblichkeit der Seele. Das waren all das Dinge, die wir jetzt aus dem Wort Gottes klar erkannt haben. Damals hat Satan Adam und Eva verführt. Heute verführt Satan über die Hure Babylon Millionen von Menschen und sie rennen in den Abgrund, weil sie den Becher voller Irrlehren trinken. Die Idee der unsterblichen Seele kommt ursprünglich auch aus dem antiken Babylon. Die Babylonier glaubten auch, dass wenn sie sterben, die Seele den Körper verlässt. Und deswegen hat man damals auch schon verstorbene Gläubige oder Geister angebetet. Doch die Bibel sagte, nur Jesus allein gebührt Ehre und Anerbetung. Anbetung. Jesus vergleicht hier den Tod mit einem Schlaf. Er sagte selber über seinen Freund Lazarus in Johannes Kapitel 11, Vers 11, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Und Jesus sagte, Tod ist wie ein Schlaf bis zum Kommen Jesu. Vielleicht hast du auch Angehörige verloren, die entschlafen sind, aber wir brauchen keine Angst zu haben, denn diese Menschen ruhen in Gott. Sie haben kein Gewissen und kein Wissen und kein Erleben, aber Jesus Christus behält ihre Identität und er hat sie gespeichert und er wird diese Menschen auferwecken. Denn in Johannes 14 lesen wir, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In dem Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich werde kommen und euch mitnehmen in diese Wohnungen. Wofür steht Babylon noch? Babylon steht für Sonnenanbetung. Lass uns wieder zurückgehen zum antiken Babylon. Immer noch, Hesekiel Kapitel 8. Was haben damals die abgefallenen Juden getan?
Hier sieht der Prophet Hesekiel Folgendes. Er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn und siehe, am Eingang des Tempels zwischen der Halle und dem Altar, was ist da, waren etwa 25 Männer, die kehrten dem Tempel den Herrn den Rücken zu, ihr Angesicht aber nach Osten, und sie warfen sich nach Osten anbeten, wovor nieder? Vor der Sonne. Hier haben wir Sonnenanbetung. Hier wird nicht mehr Gott, der Schöpfer, angebetet, sondern die Schöpfung, die Sonne selber. In der Bibel jedoch haben wir das Zeichen der Treue Gott gegenüber. Was ist das Zeichen Gottes? Das ist hier, ja, so wie ein Ehering, Hesekiel Kapitel 20, Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollte, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Die großen katholischen Führer haben das über Bord geworfen. Sie haben aus dem Sabbat einen Sonntag gemacht. Sie haben den Sabbattag bewusst zur Seite geschoben. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sonntag gesegnet und geheiligt? Nein, den Sabbattag. Viele Christen sagen heute, Daniel, komm mal runter, entspann dich doch. Sonntag oder Sabbat ist egal. Nein, ist nicht egal, weil die Bibel ganz klar sagt, es ist der Sabbat. Schau mal, sieh mal meinem Hochzeitstag. Mein Hochzeitstag hat ein Datum. Und das ist nicht ein Tag vorher oder später. Es ist der Hochzeitstag, es ist das Datum, das meine Frau und mich für immer verbindet. Und so ist es auch mit Gott und uns. Es ist der Sabbat, der uns verbindet. Wenn wir uns die Geschichte näher anschauen, dann sehen wir, wie die Anbetung der Sonne auch in die katholische Kirche hineingekommen ist. Das war nicht von heute auf morgen, sondern ein langsamer Prozess. Aber lassen wir heute zu uns die Historiker reden. Seit uralten Zeiten wurde die Sonne im alten Babylon verehrt. Das war schon Babylon. Und wie ging es dann weiter? Um die Heiden mit dem formalen Christentum zu versöhnen, setzte Rom übliche politische Maßnahmen ein, um die christlichen und heidnischen Feste zusammenzuführen. Also, wir haben außerhalb der römisch-katholischen Kirche, ganz früher, hatten wir die Sonnenanbetung. Und wir haben aber auch dann irgendwann am Anfang, ja, ich sag mal so, die katholische Kirche sagt, die sind um 33 nach Christus entstanden. Ja, ist halt ihre Aussage. Da waren natürlich die Leute, die am Anfang noch den Sabbattag gehalten haben. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir wollen jetzt gerne die heidnischen und die religiösen Feste vereinigen. Und daraus ist dann der Sonntag entstanden und der Sabbat wurde abgeschafft. Warum? Um das Heidentum und das inzwischen weit im Götzendienst versunkene Christentum dazu zu bringen, hier wie in so vielen anderen Dingen die Hand zu schütteln. Man wollte also die Menschen von außerhalb erreichen, Pluspunkte machen in der Gesellschaft. Und deswegen hat man dann den Sonntag eingeführt und wollte sich auch bewusst distanzieren von den Juden. Der hervorragende baptistische Theologe Dr. Ewart T. Scott verfasste in seinem baptistischen Handbuch Folgendes. Er sagte hier, aber wie schade ist es, dass der Sonntag als Zeichen des Heidentums entstand und mit dem Namen des Sonnengottes getauft wurde. Also er gibt es zu, ein ehrlicher baptistischer Prediger. Spannend. Dann wurde der Sonntag angenommen und geheiligt vom abgefallenen Papsttum und dem Protestantismus als heiliges Erbe vermacht. Krass, oder? Das heißt, der Sonntag kam in die katholische Kirche und wurde weitergegeben an den Protestantismus. Jedoch Gott führt uns zurück zur Wahrheit, zur biblischen Wahrheit. Die Bibel sagt selber, heilige sie in der Wahrheit, ruft uns Jesus auf, denn dein Wort ist die Wahrheit. Die letzten Zeichen, meine Freunde, erfüllen sich vor unseren Augen, denn die große Hure Babylon ist auch das kleine Tier aus Daniel Kapitel 7. Und er, das kleine Horn, Daniel Kapitel 7, wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Ja, das Papsttum hat den Sabbat in den Sonntag verändert. Und es ist ja schon mal aufgefallen, in den 10 Geboten, wo eine Zeit vorkommt, geht es ja um den Sabbattag. Und dieses Gebot wurde beiseite getan. Am Ende gibt es 2 Systeme. Da ist auf der einen Seite das Volk Gottes, das Gott treu ist, ihn liebt über alles und seine Gebote hält auch den Sabbat. Und auf der anderen Seite gibt es die abgefallene Kirche, die den Sonntag bewusst hält, weil sie lieber Menschen als Gott dienen möchten. Hier in dem Buch der Katechismus erklärt, das ist eine direkte Aussage von der katholischen Kirche, wieder höchst interessant, das sind Originalquellen, meine Freunde. Der Sabbat war Samstag, nicht Sonntag. Die Kirche änderte die Heiligung des Sabbats in die Heiligung des Sonntags. Protestanten müssten ziemlich verwirrt sein, dass der Sonntag gehalten wird, obwohl doch Gott deutlich gesagt hat, halte den Sabbat heilig. Das Wort Sonntag kommt nirgendwo in der Bibel so vor, daher gehorchen sie, ohne es zu wissen, der Autorität
der katholischen Kirche. Spannend, oder? Also Protestanten, die den Sonntag halten, gehorchen im Endeffekt der katholischen Kirche und nicht der Bibel. Für sie ist die Kirche wichtiger als das Wort Gottes. Aber Gott führt uns heute zurück zu der Wahrheit, zur biblischen Botschaft. Wieder ein Zitat und ihr seht, es ist sowas von klar, was die Geschichte uns lehrt. Das war 1936 schon. Wenn wir nur die Bibel zu Rate ziehen würden, das ist hier ein Buch für katholischen Religionsunterricht, wenn wir nur die Bibel zu Rate ziehen würden, müssten wir immer noch den Sabbattag heilig halten. Das heißt zusammen mit den Juden den Samstag statt den Sonntag. Fassen wir zusammen. Was sind die Eigenschaften der großen Hure Babylon? Es ist ein erstens menschliches religiöses System, das auf Kompromisse und Tradition gegründet ist. Zweitens, Babylon ist ein menschliches System, das Götzendienst und Sonnenanbetung praktiziert. Drittens, die Hure Babylon steht für die Lehre der Unsterblichkeit der Seele und betet die verstorbenen Heiligen an. Gegensatz dazu gibt es die Gemeinde Gottes. Was sind die Eigenschaften der Gemeinde Gottes aus Offenbarung 12? Es ist eine Kirche, die von Gott ins Leben gerufen wurde. Da möchte ich dazugehören. Wie ist es mit dir? Es ist eine von Gott ins Leben gerufene Bewegung, die Jesus Christus anbetet und seinen heiligen Ruhetag hält. Ich möchte gerne dabei sein. Wie ist es mit dir? Es ist eine Kirche, die sagt, wir glauben, dass Jesus Christus bald wiederkommt und dass die Toten schlafen, während sie ruhen in ihren Gräbern. Ich möchte gerne dazugehören. Es ist eine Kirche, eine Bewegung Gottes, die sagt, wir brauchen keinen menschlichen Mittler, sondern alleine nur Jesus Christus. Er ist unser hoher Priester. Willst du Teil dieser Bewegung sein? Denn die andere Bewegung, da geht es um Kompromisse. Da geht es um ihr Lehren. Hier aus dem Buch Catholic Mirror 1893 schrieb der Erzbischof James Gibbons schon, Vernunft und Verstand verlangen die Annahme der einen oder der anderen Sache. Entweder Protestantismus und die Heiligung des Samstags oder Katholizismus und die Heiligung des Sonntags. Kompromisse sind unmöglich. Ganz am Ende wird eine gewaltige Botschaft die Erde erschüttern. Da werden Menschen aus der großen Hure Babylons, aus ihren Tochterkirchen herausgerufen werden. Denn Gott hat sein Volk in Babylon. Und diese Botschaft lautet Offenbarung 18, Vers 2. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon. Ja, in den großen gefallenen Kirchen hat Gott sein Volk. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihrem Plagen empfangt. Warum warnt uns Gott? Weil er uns liebt. Schau mal, ich habe zwei Kinder. Also einen Zweijährigen und Vierjährigen aktuell. Der Zweijährige manchmal, ja, ist so am Erkunden, der Vierjährige auch noch, aber der Zweijährige hat noch nicht so immer das Wissen, was ist gefährlich und was nicht. Stell dir mal vor, der Zweijährige entdeckt einen Stift auf dem Boden und sagt, oh, da gibt es eine Steckdose, die ist ungeschützt, ich möchte gerne mit dem Stift mal in die Steckdose hineingehen. Was mache ich als Vater? Ich denke, boah, gleich gibt es Action. Ich hole mein Smartphone hervor, mache den Kameramodus ein, am besten noch Videomodus und mache dann ein cooles Video, wie mein Sohn so einen fetten Stromschlag bekommt. Mache ich das? Natürlich nicht, niemals. Ich würde eingreifen, weil ich meinen Sohn liebe. Ich würde ihn warnen, ich würde ihn den Stift wegnehmen, ich würde sagen, geh weg dann. Im Notfall würde ich ihn sogar zur Seite schubsen, damit ich ihn bewahre vor einem tödlichen Stromschlag. So ist es auch mit Gott. Er liebt sein Volk in Babylon und er ruft es heraus und er sagt, komm heraus, sei mir treu. Spürst du, wie der Heilige Geist heute bei dir anklopft? Vielleicht bist du in dieser großen Kirche oder in den Tochterkirchen, die abgefallene religiöse Lehren, Glauben, vertreten und weitergeben. Vielleicht willst du heute mit mir sagen, Herr Jesus, ich möchte nicht menschlichen Traditionen folgen, sondern nur dir folgen. Ich möchte nicht Menschen oder Götzen anbeten, sondern nur alleine dich. Ich möchte nicht Vergebung von einem Menschen erlangen, sondern nur von dir. Ich möchte gerne nicht den Sonntag, sondern den Sabbat halten. Ich möchte gerne dir treu sein in allen Dingen. Egal, wer auch immer du bist, wo auch immer du heute zuschaust, ob Deutschland, Europa oder weltweit, egal, welcher Kirche du bist, es geht nicht um das, was dir gefällt, es geht um das, was Gott gefällt. Es geht nicht um deine Sache, es geht um Gottes Sache. Gottes Ruf ist es, komm zurück in die Gemeinde Gottes. Komm von der großen Hure Babylons in die reine heilige Frau. Und wer ist diese Gemeinde Gottes? Das ist Offenbarung Kapitel 12, Vers 17. Das ist die Gemeinde, die den Glauben an Jesus hat, die Gebote Gottes hält und ihm treu ist. Onkel Johannes war ein frommer, ein lieber Katholik. Er ging jeden Sonntag zur Messe.
wenn er vor dem katholischen Heiligtum stand, nahm er das heilige Wasser, hat sich dann bekreuzigt. Er ging zu der Bank und betete dort und er liebte diese heilige, ehrfürchtige Atmosphäre. Dort irgendwann kam der Priester zu ihm und steckte ihm eine Oblate in den Mund. Mit großer Ehrfurcht stand Onkel Johannes dann auf und kniete für einen Moment des Gebets wieder nieder. Nach dem Gottesdienst kehrte er zu Hause zurück und er hatte seine Gotteserfahrung gemacht. Aber spannend ist, er ging als Heiliger hinein und kam als Teufel wieder hinaus. Denn Onkel Johannes war ein harter und geiziger Mann. Der Neffe seiner Frau, der hatte eine arme Mutter und die zog 6 Kinder groß. Aber wenn diese hungrigen Kinder zu seinem Lebensmittelgeschäft kamen und um Geld bettelten, schickte er sie einfach weg. Onkel Johannes würde das verderbliche Essen lieber wegwerfen, als es den Kindern zu geben. Seine Frau war über sein Verhalten tiefst traurig. Sie schenkte oft den Kindern heimlich etwas zu essen. Die Frau von Onkel Johannes war sich sicher, dass, und sie hoffte, dass vielleicht eines Tages ihr Mann doch eine Kehrtwende haben würde, aber sie hatte mit der Hoffnung irgendwie zu kämpfen. Eines Tages tauchte ein junges Mädchen bei ihnen auf. Es klopfte an der Haustür und sagte, wo ist mein Papa Onkel Johannes? Und die Frau vom Onkel Johannes dachte sich, das muss ein Irrtum sein, das geht nicht. Also warum kommt jetzt hier so ein Mädchen? Wir sind verheiratet, Onkel Johannes und ich, und wir führen eine tolle Ehe. Und klar, es gab auch mal Schwierigkeiten, aber was ist das hier für Mädchen? Und außerdem, mein Mann ist nicht ihr Vater. Aber es stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass tatsächlich Onkel Johannes in der Ehe fremdgegangen war und ein uneheliches Kind hatte. Und das war dieses Mädchen. Er hatte, der religiöse Ehemann, seit Jahren im Ehebruch gelebt. Die beiden Kinder, jetzt von Onkel Johannes, hatten ihre Konfirmation in der Kirche gemacht, während aber die Neffen, die zu arm und nicht religiös waren, von ihm, von Onkel Johannes, verachtet wurden. Das waren die Kinder, die mal wieder von ihm zurückgeschickt wurden, oder? Wenn es um das Thema Essen ging, weil sie arm waren und nichts mehr zu essen hatten. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten diese Neffen von Onkel Johannes eine Bekehrung erlebt. Sie kamen zu Jesus Christus und waren neue Menschen. Und jetzt versuchten sie, den Sohn von Onkel Johannes auch zu Christus zu führen. Aber Onkel Johannes wollte es überhaupt nicht. Er sagte seinem Sohn, ich verbiete dir den Kontakt zu diesen Kindern, die dich zu Jesus führen wollen. Wir haben unsere Kirche, wir sind in der römisch-katholischen Kirche zufrieden und wir brauchen diese andere Kirche nicht. Lass uns bitte keinen Kontakt mit denen haben. Doch sein Sohn war in Kontakt mit diesen Kids, mit den Jugendlichen, die Jesus gefunden hatten, außer der anderen Kirche. Und irgendwann dann bekehrte sich auch sein Sohn von Onkel Johannes. Und der Onkel Johannes war so verärgert über den Religionswechsel, er war zutiefst zornig darüber und wollte keinen Kontakt mehr mit seinem Sohn haben. Er sollte sich nie wieder in seinem Haus zeigen. Eines Tages kam jedoch sein Sohn wieder zurück in sein Haus und sagte, Papa, Papa, ich muss dir was erzählen. Du weißt doch, die Kinder, die du damals weggeschickt hast, die sich dann die Jugendlichen entwickelt haben, die sich für Jesus entschieden haben, die dann mich auch zu Jesus geführt haben, in die richtige Gemeinde Gottes. Diese Kinder, weißt du? Und diese neue Religion, dieser Jesus, die haben etwas für mich getan, was die römisch-katholische Kirche nie was für mich tun konnte. Papa, ich muss dir was sagen, setz dich hin. Papa, weißt du, wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre, diese neue Gemeinde, diese neue biblische Wahrheit, wäre ich wahrscheinlich schon tot. Und der Papa sagte zu ihm, der Johannes, wie was, du wärst tot? Erzählst Witze, was ist denn los? Papa, ich war heroinsüchtig. Ich konnte diese Sucht niemals überwinden. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und ich habe es dir auch nie erzählt, weil ich wusste, du bist ein zorniger Mann und du hättest mich wahrscheinlich getötet, wenn ich dir berichtet hätte, dass ich abhängig bin von Drogen, von Heroin. Du hast damals den Glauben dieser Kinder, der Jugendlichen verurteilt, du hast meinen Glauben verurteilt, aber weißt du was? Jesus Christus ist in mein Leben gekommen. Er hat mich befreit von dieser schrecklichen Heroinsucht. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin jetzt clean. Und weißt du, alles, was die römisch-katholische Kirche dir angeboten hat, war auch in meinem Leben da, aber es konnte mir nicht helfen. Die Ablässe, die Beichte, die ganzen Götzen, all das, die Bezahlung für die Sünden, das hat mir nicht geholfen. Aber heute bin ich ein neuer Mensch, weil Jesus Christus in mein Leben gekommen ist. Er hat mich verändert. Und weißt du, dieser Jesus, der mich liebt, liebt dich auch. Und was dir die römisch-katholische Kirche nicht geben kann, kann dir der Jesus aus der Bibel aber geben. Komm doch zu Jesus. Und der Onkel Johannes, der Papa, sagte, wie?
wie kann ich das machen? Er war vor Schock fast gelähmt. Und dann sagte sein Sohn zu ihm, sage ja zu Jesus hier und jetzt. Sage ja zu seiner Botschaft, zu seinem Wort. Und mit Tränen in den Augen ging er auf die Knie und sagte zu Jesus Christus, was meine Religion nicht für mich getan hat, tu du doch bitte für mich. Mach mich frei. Lass mich ein neuer Mensch sein. Und voller Freude stand er auf. Er war neugeboren. Ein Mensch, der Gott treu war. Oh mein Freund, Jesus Christus, nur er alleine rette dich. Es ist niemals eine Kirche. Es ist auch nicht die große Hure Babylon. Wenn du heute dort bist, in der großen Hure Babylons, in dem falschen religiösen System und du Opfer der letzten großen Verführung Satans bist, wenn du in einer der Tochterkirchen bist, die die falschen Religionen lehren, dann gib nicht auf. Auch wenn das bedeutet, dass du deine Familie vielleicht verlassen musst, deine Freunde, deinen Job vielleicht verlierst, klar, und deine Kirche sowieso. Gib nicht auf, sei Gott treu. Denn wenn du Gott treu bist, wird er auch dir treu sein. Das ist vielleicht die größte, die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Wem willst du treu sein? In Matthäus Kapitel 6, Vers 33 stehen diese wunderbaren Worte. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Wenn du Gott treu bist, wird er sich um deine Bedürfnisse kümmern. Möchtest du heute Ja sagen zu Jesus? Ja sagen zu seinem Wort, zu seiner Botschaft? Wenn du heute erkannt hast, dass du in Babylon bist, in den großen abgefallenen Kirchen, in den kleinen abgefallenen Kirchen, du merkst, deine Kirche ist nicht im Wort, mit dem Wort Gottes in Einklang, dann lade ich dich ein, dann sagt Jesus dir heute, verlass deine Kirche, sei Gott treu, geh in die Gemeinde Gottes. Und wer das ist, bete darum. Überprüfe die Gemeinden anhand der Bibel. Ist es heute dein Wunsch, Gott treu zu sein? Vielleicht kämpfst du mit diesen Gedanken und sagst, soll ich das wirklich tun? Wenn Gott dich ruft, höre auf die Stimme des Heiligen Geistes und sei ihm treu. Er wird bei dir sein und dich unterstützen. Wollen wir gemeinsam noch beten? Wie wäre es, wenn du deine Entscheidung, Jesus, hier und jetzt mitteilst? Willst du heute auf den Ruf Gottes hören? Komm heraus aus Babylon, komm heraus, du mein Volk. Willst du Gott treu sein? Beten wir gemeinsam und sagen wir Gott, was wir und wofür wir uns entscheiden. Beten wir. Herr Jesus Christus, danke für diese Botschaft, für diese Warnung. Herr, sie tut vielleicht unglaublich gerade weh und wir fragen uns, wie geht es jetzt weiter? Was sollen wir damit anstellen? Aber Jesus, du bist da und du liebst uns und du hast einen Plan für unser Leben und du wirst uns führen aus Babylon in deine Gemeinde, in dein Reich. Gib uns Kraft, dir treu zu sein in den kleinen und großen Dingen des Alltags. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Meine Freunde, es geht weiter mit dem nächsten spannenden Thema, wenn Gott spricht. Gibt es heute noch Propheten? Ja oder nein? Und falls ja, wie können wir die falschen von den richtigen Propheten unterscheiden? Das ist unser nächstes Thema und ich lade dich ein, mit dabei zu sein, wenn wir wieder die Bibel aufschlagen und Gottes Wort entdecken. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Alles Gute dir und Gottes Segen.